Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Zuschauer. Wie ihr schon sehen könnt, ist ein Riesenpaket von Fressnapf angekommen bei uns. Und das möchte ich jetzt einfach mal mit euch auspacken. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Es sind Sachen für die Mäuse drin und auch was für Lilly, also für meinen Hund. Und ja, ich wünsche euch jetzt einfach mal viel Spaß dabei. So, ich bin jetzt selbst gespannt, wie die das eingepackt haben, weil ich habe noch nie was dort bestellt. Zuerst einmal richtig viel Verpackungsmaterial. Ja, das sieht ja cool aus. Fühlt sich auch irgendwie total lustig an. Dann kann man hier schon sehen, den Hauptgrund, warum ich bestellt habe. Hier ist auch die Rechnung, kann ich dann gleich die Preise vorlesen, wenn sie draufstehen würden. Na toll. Also, fangen wir mal an. Das erste ist von Real Nature. Grüne Natur. Natürliche Gräser und Kräutervielfalt. Premium Wiesenheu. Das haben wir gekauft, weil es staubfrei ist. Speziell entstaubt und keimfrei und alles. Wegen der Heuallergie. Noch mehr Verpackungsmaterial. Gut, dann kommen wir erstmal zu den ganzen kleinen Sachen. Bleiben wir mal beim Kleintier. Hier von JR Farm den Kräuterballen. Frisches von unserem Hof. Ja. Ich habe es mir eigentlich anders vorgestellt. Ich dachte, das ist mehr heuartig. Aber ich finde es gut, weil meine knabbern ganz gerne und mögen eher so in Richtung Körner. Deswegen bin ich eigentlich schon mal ganz froh. Ich werde dann ja auch mal, vielleicht drehe ich sogar ein Video dazu, wie sie es finden. Das wäre eine Idee. Also drin sind Stärke, Haferflocken, Weizenflocken, Erbsenflocken, Karotten, Petersilie 10%, Luzerne, Weizen, gepoppter Weizen, Maisflocken, gepoppter Mais, Melisse, Pfefferminze 3,7%, rote Beete, Spitzwegerich, grüner Mais, Sonnenhut, Ringelblume 1,1%, Rotklee, Hafer, Löwenzahn und Heu. Genau, Proteine sind 9,2%, Fettgehalt 1,9%, Rohfaser 9,4%, Rohasche 3,7%. Ja. Wie gesagt, es ist von JR Farm. JR Farm ist ja sehr gut. Und ja, probieren wir einfach mal aus. Dann kommen wir mal zu den kleinen Sachen für den Hund. Da einmal von Perito Chicken Filet for Dogs. Das habe ich jetzt zum ersten Mal ausprobiert. Also, das probiere ich jetzt mal aus. 100% natürlich, 100% Fleisch und 100% frisch. Ja, ja. Dog Snacks. Sieht auch eigentlich ganz gut aus. Sieht einfach nach Hähnchen aus. Genau. Das war das eine. Dann von Real Nature. Das ist auch das, wo wir unser Futter her haben. Und das ist echt sehr gut. Dieses Futter kann ich nur empfehlen. Unser Hund ist total gesund, wird nie krank. Also Real Nature Wilderness Fish Snack. Da kann man hier schon sehen, also aufgedruckt, aber das sind so Fischhappen, so Würfel. Schon luftgetrocknet steht da. Genau, das ist 100% Alaska Wildlachs aus dem Nordostpazifik. Das fand ich auch sehr gut. Und es hat ein zertifizierte nachhaltige Fischerei. Also das finde ich auch gar nicht schlecht. Genau. Schaut mal, das hier ist, kann man durchsehen. Da sieht man schon mal, dass das gut aussieht. Genau. Als letzten Snack habe ich für die Lilly, also für den Hund, von Real Nature Wilderness nochmal. In diesem Fall den Meat Snack. Da gab es Rind, Hähnchen und Pferd. Ich habe jetzt Rind genommen. Ist auch 100% Fleisch. Ist auch schon luftgetrocknet, steht hier. Und hier ist wieder ein Bild von so Fleischhappen.
Und wie hinten kann man eigentlich das auch sehen, allerdings sieht man nicht viel, weil das ist sehr schlau, nicht sehr durchsichtig ist. Aber, naja. Das war's jetzt von dem Zeugs. Das Einzige, was jetzt noch ist, muss ich da erstmal rausbekommen. Wartet kurz. Okay, den kriege ich dann niemals raus. Ich gehe mit der Kamera hin. Also das Letzte ist dieses Chipsy Super Feingranulat. Das haben wir gekauft, weil es staubfrei ist. Die ganz andere Einstreu steht ja hier noch. Saugfähig, geruchsbindend und sparsam. Und es sind 15 Kilogramm, weshalb ich nicht so ohne weiteres jetzt aus dieser Kiste rausbekomme. Genau. Was die Preise angeht, kann ich noch kurz sagen, dieser Kräuterball hat 1,99 Euro gekostet. Das Perito hat auch 1,99 Euro gekostet. Der Fischsnack 3,99 Euro. Und der Beefsnack 4,99 Euro. Dieses Riesenpäckchen hier hat 11,90 Euro gekostet. Und das Heu da hinten hat 3,90 Euro gekostet. Genau. Das war's jetzt auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt eine gute Zeit und hattet Spaß beim Schauen und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!